Operation Agentenbeseitigung wurde erfolgreich abgeschlossen. Seit heute Morgen ist Clover offiziell kein Problem mehr. Gut. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich überhaupt noch was von dir hören würde. Blaine. Es hat einfach etwas länger gedauert als erwartet. Jedenfalls war es ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Da ist doch garantiert was im Busch. Habe ich dich. Jetzt führe ich meine eigene Beseitigungsmission durch. Da steht was von 50 Wiederholungen, aber ich weiß gar nicht, wovon ich 50 Wiederholungen machen soll. Du hältst das für kompliziert? Ich schreibe ein Essay, das den Nationenstaat von heute mit dem Vier-Regionen-Reich von damals vergleicht. Dann stecken wir wohl beide in Schwierigkeiten. Hallo, Mädels. Apropos in Schwierigkeiten stecken. Alte Süßigkeiten, eishängermäßiger Auftritt. Bist du mit Blaine auf dem Weg nach Trennungshausen? Oder bist du fertig, weil Jerry noch nicht weiß, welchen Fiesling Blaine angeheuert hat, um dich auszuschalten? Nein und nein. Ich bin deprimiert, weil Blaine auf einer streng geheimen Mission ist und ich ihn so vermisse. Was für eine Mission? Das kann ich Blaine doch nicht so einfach fragen. Ich muss seine Agentenprivatsphäre respektieren. Außerdem habe ich es versucht und er wollte nichts sagen. Mit einem Spion liiert zu sein, ist so anstrengend. Mit einem zu wohnen ist auch nicht gerade prickelnd. Ich hab's. Warum machst du nicht was Schönes? Etwas, das dich aus deiner ganzen Trübsal rausreißt. Ja, es muntert dich sicher auf, deiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. Ihr habt recht. Ich gehe zuerst in meine Lieblingsboutique, gönne mir ein schönes Tofu-Curry und beschließe den Tag mit einer Massage. Operation, tu dir was Gutes, hat offiziell begonnen. Allerdings kann diese Operation nicht ohne meine Handtasche beginnen. Sie muss hier irgendwo sein. Ein blubberndes Aquarium. Das ist echt merkwürdig. Ja, vor allem, weil wir gar kein Aquarium besitzen. Hm. Wie schade. Fische können beruhigend wirken. Jerry? Ah! Geht das nur mir so oder werden diese Bubis immer merkwürdiger? Oh, und immer nasser werden sie auch noch. Was für ein Notfall liegt diesmal an, Jerry? Ich wollte sie auf dem Laufenden halten, für wen Blaine Clover ausschalten sollte. Leider konnte Whoop keine Spuren zurückverfolgen. Hallo? Und dafür mussten wir durch ein schmuddeliges Aquarium tauchen? Nein. Ich habe sie herkommen lassen, weil ich befürchte, dass Blaines geheimnisvoller Auftraggeber jede ihrer Bewegungen verfolgt. So muss es Berühmtheiten gehen, die von Paparazzi verfolgt werden. Dann sollten sie gleich neues Zubehör rausrücken. So ist es. Sie brauchen die Lasernagelfeile, den Jetpack-Rucksack, den Unterwasser-Spezialanzug und stets aktuell das Schneeköniginnen-Parfum. Auf Wiedersehen, Mädels. Ah! Und schön aufpassen. Jetzt brauche ich die Operation. Tu dir was Gutes, erst recht. Ah! Ich kann es kaum erwarten, die topaktuelle Super-Duper-Designer-Schuh-Aktion auszutesten. Mein Lieblingsschuhladen wurde durch einen billigen Ramschladen ersetzt. Aber ich war erst vorgestern hier. Bei dem Stress hier brauche ich erst mal etwas Gehirnnahrung. Was? Der Vegetarier ist jetzt ein Steakhouse? Aber ich kann ohne Tofu und Auberginenrollen nicht leben. Bei dem ganzen Chaos brauchen meine Stirnfalten etwas Feuchtigkeitscreme. oh nein! Mein nur für Mitglieder-Spa ist jetzt für alle geöffnet. Was ist denn nur heute los? Wenigstens kann ich mich auf eins verlassen. Sam und Alex bleiben immer die Alten. Da wäre ich mir an deiner Stelle aber nicht so sicher, Agentin. Sammy, Alex, seid ihr zu Hause? Sind wohl unterwegs. Jerry hatte recht, der geheimnisvolle Schuft hat mich jetzt gefunden. Nein, kein geheimnisvoller Schuft. Nur zwei supersaure Mitbewohnerinnen. Kissenschlachten sollte man sich nur zum Kennenlernen oder aus Spaß liefern. Was ist nur los mit euch beiden? Was ist denn nur mit dir los? Ich kann nicht glauben, dass meine beste Freundin mein Essay stiehlt und es dann als ihr ausgibt. Und ich kann nicht glauben, dass meine beste Freundin sich einfach mein Auto leiht, es zu Schrott fährt und mir nicht mal was sagt. Eure beste Freundin hat doch gar nichts mit all dem zu tun, das schwöre ich euch. Versuch nicht, alles abzustreiten. Ich habe meine Arbeit auf deinem Schreibtisch mit deinem Namen gefunden. Meine Tasche, ich habe sie überall gesucht. Wo hast du sie gefunden? Auf dem Vordersitz meines Wagens. Das nächste Mal solltest du die Spuren deiner Tat danach beseitigen. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Mädels. Noch schlechter als das, was mir vorgeworfen wird?
Wann ist dieser Albtraum endlich vorüber? Leider beginnt dieser Albtraum gerade erst. Clover, Whoop suspendiert sie vorerst. Suspendiert? Wieso? Sehen Sie selbst. Aber Jerry, das bin ich nicht. Ich war bei meinen Lieblingsläden, als das aufgenommen wurde. Haben Sie irgendwelche Quittungen oder Waren, um Ihre Geschichte zu belegen? Es ist nicht meine Schuld, dass all die Geschäfte nicht mehr existieren. Sam, du unterstützt mich, oder? Alex, du glaubst mir doch, oder? Tut mir leid, Mädels, aber während der Untersuchung ist es euch nicht erlaubt, mit Clover zu sprechen. Dieser Tag kann einfach nicht mehr schlimmer werden. Das hätte ich nicht sagen sollen. Gemeinheit! Ich kann nicht glauben, dass ich aus dem Penthouse geworfen wurde. Meine Tasche ist zwar echt schick, aber dafür nicht sehr groß. Für die Nacht reichen die Sachen da drin jedenfalls nicht. Da ich ganz sicher nicht Sams Arbeit oder Alex' Auto gestohlen habe und schon gar nicht die Whoop-Waffe, ist es klar, dass mich jemand reinreiten will. Aber wer? Das ist genau, was diese Agentin hier rausfinden wird. Mein mysteriöser Auftraggeber scheint ganz in der Nähe zu sein. Das ist der merkwürdigste Dschungel, den ich je gesehen habe. Obwohl, das habe ich nicht erwartet. Lass mich los! Mein mysteriöser Auftraggeber steht wohl nicht auf unangemeldeten Besuch. Schnell auf und noch schneller rein. Naja, am schnellsten scheint es auseinanderzufallen. Wie soll man hier denn irgendwelche Hinweise finden? Oh, da war ich zu vorschnell. Diese dürre britische Tante würde ich immer wieder erkennen. Das ist Geraldine, die frühere Chefin von SBI und die, die mich gegen Whoop aufhetzen wollte. Diese bionische Frau arbeitet für mich. Vielleicht glauben ihr Sam und Alex jetzt. Hallo? Hey, du Bezaubernde. Blaney, wo bist du? Alles, was ich weiß, ist, dass ich auf so einer Insel im Pazifischen Ozean bin und diese Pflanze hier ziemlich schlecht drauf ist. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich weiß genau, wo du bist. Tut mir leid, hier sind keine Gespräche gestattet. Blaine, bist du da? Hallo? Blaney? Blaine! Sam und Alex kann ich auch später überzeugen. Jetzt muss ich zuerst mal Blaney retten. Ah!
Für einen Supergangster ist Geraldine aber nicht sehr gerissen. Mein Versteck würde ich lieber woanders bauen. Ich verstehe das einfach nicht, Sammy. Warum verhält sich Clover nach all den Jahren denn so komisch? Ich weiß, das ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht kann ich zur Klärung beitragen. Das WUB-Sicherheitsgewahrsam hat gerade angerufen und Geraldine ist dort nicht auffindbar. Geraldine? So wie es aussieht, ist sie irgendwann letzte Nacht entflohen. So viel zum Thema WUBs hochmodernes Sicherheitssystem. Das ist nicht alles. Wir haben Geraldines Anrufliste überprüft und es scheint, als ob sie Blaine angeheuert hat, Clover auszuschalten. Dann ist Geraldine sicher auch an der Sache mit deinem Auto und meiner Arbeit schuld. Ich kann nicht fassen, dass wir ihr nicht geglaubt haben. Wir müssen sie finden. Ist schon geschehen. Wir haben ihr Computersignal auf einer bisher unbekannten Insel im Pazifik empfangen. Das ist keine unbekannte Insel. Das ist Geraldines Schiff. Wie sollen wir da nur rechtzeitig hinkommen? Wie sonst? Danke, Jerry! Was an geheimnisvoller Auftraggeber? Hast du bloß nicht verstanden? Die Technik ist ja ganz nett, aber sie dürfen mich trotzdem runterlassen. Nicht bevor du meine Frage beantwortet hast. Wieso bist du hergekommen? Ich wollte wissen, wer befohlen hat, meine Freundin auszuschalten. Freundin? Das erklärt dann auch, warum du deine Mission nicht erfüllt hast. Freundin? Ach, das ist ja so süß. Nachdem ich dich ausgeschaltet habe, werde ich diese schreckliche Clover entsorgen. Ihr Leben zu ruinieren macht mir Spaß, aber es zu beenden klingt verlockend. Tut mir leid, Geraldine, aber das wird sicher nicht passieren. Hey, Blaney! Hey, du Bezaubernde! Ist das alles, was du drauf hast, du Möchtegern-Spionin? Wird dir schon schwindelig, Geraldine? Keine Chance. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aufgeben, albernes Girl. Damit kommst du doch niemals durch! Also, das bin ich doch schon! Clover, pass auf! Das ist die Strafe für meine Helme! Ich glaube, ich muss dir dankbar sein, Clover. Oder vielmehr diesem Clover-Hologramm, das ich gestohlen habe. Lass mich runter! Ich dachte eigentlich, du würdest gern noch etwas abhängen. Das hätte ich mir echt denken können. Wenn das Unglück Menschen wirklich näher zusammenbringt, dann müsstet ihr beide euch ja jetzt total nahe stehen. Okay, das nehme ich ihr übel. Ist schon was von Clover zu sehen? Nein, aber ich empfange auf dem Radar etwas sehr Merkwürdiges. Seit wann genau sind Haie denn aus Metall? Ich wette meine einzige Geschichte, dass Geraldine in diesem Hai steckt. Schnappen wir sie uns! Hallo? Das letzte Mal, als Clover auf dieser Insel gefangen war, wurde sie zu einem übermotivierten Roboterspion, Borg. Du hast recht. Wir kümmern uns später um Geraldine. Autopilot aktiviert. Jetzt müssen wir erstmal die jungsverrückte Schnäppchenjägerin retten, die wir so gerne mögen. Ich bin gleich hinter dir. Mein Coach sagt, ein paar Zentimeter mehr würden meiner Volleyballkarriere helfen, aber das hier geht zu weit. Um diese Freak-Arme zu bedecken, gibt's nicht mal in Paris genug Haute Couture. Schon okay, ich finde deine Freak-Arme süß. Oh, dir fällt immer was Charmantes ein.
Du bist der beste Freund aller Zeiten. Und? Was sollen wir jetzt machen? Ich glaub's nicht, dass ich das sage. Aber alles, was wir tun müssen, ist warten. Und dann aus diesen Kokons hier schlüpfen. Ich bin dabei, Süße. Naja, so richtig durchdacht war dieser Plan nicht. Für meine Frisur war das Ganze nicht so toll. Oh. Stimmt, aber beim Zirkus brauchen die immer Leute. Hä? Dass sie die Waffe vergessen hat, zeigt es ganz deutlich. Geraldine ist die schlechteste Meisterspionin der Welt. Wenn wir da rankommen würden... Könnten wir den Dehnungsprozess umkehren. Ist schon fast beängstigend, wie gut wir zwei uns ergänzen. Also, du hast mir echt den Kopf verdreht, Süße. Wenn ich schon gehen muss, dann bin ich froh, dass es mit dir ist. Oh. Keine Sorge, niemand geht hier irgendwo hin. Sam, Alex, wie schön, dass ihr hier seid. Clover, uns tut es wirklich so total schrecklich. Wie können wir das jemals wieder gut machen, Light? Schon verziehen. Außerdem ist keine Entschuldigung so überzeugend, wie seine Freundin und ihren Freund wieder auf Normalgröße zu bringen. Kein Problem. Ich werde mich nie wieder darüber beklagen, der Fünftkleinste im Volleyballteam zu sein. Und ich beschwere mich nicht mehr, Kleider von der Stange kaufen zu müssen. Kommt, Mädels, wir müssen die durchgeknallte Britin aufhalten. Ich nehme die mit. Man weiß nie, ob wir Geraldine nicht mal mit ihren eigenen Waffen schlagen müssen. Wie sollen wir Geraldine nur finden? Ziel ist schon erfasst. Wow, du bist ja gut. Ich kann nicht glauben, dass ihr entkommen seid. Schon wieder! Seid ihr fertig? Wir stehen bereit. Sam, kannst du versuchen, ruhig zu fliegen? Tut mir leid, aber Turbulenzen kann ich leider nicht beeinflussen. Oh. Oh. Komm schon, Blaney, nimm den immer treffsicheren Arm. Fast immer. Ganz ruhiger Flug, diesmal bin ich nicht schuld. Das wird langsam wirklich lästig. Beeil dich, Geraldine will untertauchen. Gut gemacht, Alex. Ihr habt noch nicht gewonnen! Okay, vielleicht ja doch! Echt super, Clover! Gute Arbeit, Mädels und Blaine. Clover, Sie können Geraldine dann hier reinbringen. Ich dachte mir, sie will vielleicht noch ein bisschen abhängen. Tut uns leid, dass wir an dir gezweifelt haben, beste Freundin. Ihr hättet es besser wissen sollen. Du hast recht. Du hattest niemals eine Arbeit abgeschrieben. Wieso hättest du es denn diesmal tun sollen? Und du bist nie ohne meine Erlaubnis mit meinem Auto gefahren. Außerdem hätte ich doch auch niemals Geschichte gewählt, Sam. Und Alex, mit einer Gangschaltung kann ich nicht umgehen. Oh, ich bin nur froh, dass ihr zwei Blaney und mich retten konntet. Tolle Neuigkeiten, Mädels. Blaine ist einverstanden, nicht mehr freiberuflich zu arbeiten, sondern zu Whoop zu kommen. Wie sagt man doch so schön? Ein Paar, das zusammen spioniert, sich nicht so leicht verliert. Hey, und was ist mit uns? Genau, wir beide sind auch noch da. Außerdem wird Blaine erstmal in unserer Außenstelle in Australien arbeiten, Clover. Australien? Sie meinen den Kontinent? Auf der anderen Seite der Welt?
keine Angst, meine Bezaubernde. Unsere Beziehung ist so stark, dass wir damit fertig werden können. Aber ich werde dich vermissen. Nicht so sehr, wie ich dich vermissen werde. Andererseits soll es da wirklich tolle Strände für Beachvolleyball geben. Und während der Semesterferien im Frühjahr besuchst du mich. Die Entfernung macht's nicht einfacher. Aber wenn wir erst verheiratet sind, liegt ja das ganze Leben vor uns. Entschuldigung, sagtest du gerade verheiratet?